Der tote Bote. Die Post im Stadtteil Ost kommt heute nicht, weil der tote Bote dort umringt von Leuten liegt. In dem Auto sitzt er tot im totalen Haltverbot und hält friedlich in der Hand eine Scheibe Brot. Der Täter konnte unerkannt entweichen. Auf dem Toastbrot liegt ein Postwertzeichen. Und da steht nach Vorschrift 2, wem das Brot geschrieben sei. Und der Absender ist für sich auch dabei. Das ist die Ballade von dem Mann, der ein Brot verschicken wollte und nicht kann. Er erschlug den Boten fix, doch das nützt ja leider nix, denn das Brot kam dadurch auch nicht schneller an. Der Mann hat sich verliebt in eine Dame. Er kannte nur Geburtstag, Haus und Name. Er nimmt sie so gern den Kuss. Sie wird 30 morgen groß. Darauf sprach und schickte er ihr einen Gruß. Doch hätte er's geschrieben früher nur. Die letzte Lehrung war um 14 Uhr. Liegt auf seine Uhr entsetzt. Das ist die Ballade von dem Mann, der ein Brot verschicken wollte und nicht kann. Er erschlug den Boten fix, doch das nützte leider nix, denn das Brot kam dadurch auch nicht schneller an. Von weit sieht er, der Postmann leert den Kasten. Er gibt das Brot in dieser Böbel Basten. Deshalb war er dort. In der Notsituation lief er weg zu Hause schon. Sprach ein Polizist zu ihm in ernstem Ton. So und jetzt alle. Das ist die Ballade von dem Mann, der ein Brot verschicken wollte, aber leider nicht mehr kann. Er schlug den Boten fix, doch das nützte leider nichts, denn das Brot hat dadurch auch nicht schneller an. Die Frau, die er verliert, hat das Brot nicht mal berührt.